Boah, ey, hab ich einen Hunger. Ja, das ist sehr toll, weil wir haben nämlich nichts im Kühlschrank. Warte, ich könnte doch einen Burger mir bestellen. Ah, da. Ja, genau. Warte. Ja, da sind wir richtig. Also, ja, einen Cheeseburger habe ich ja dann. Einen sehr, sehr großen. Ja, nein. Warum rede ich so viel? Okay, einen Cheeseburger. Nein, nicht einen Cheeseburger. Hallo, nicht das Video. Nein, 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 nein. Nicht das Video. Eure Tiere füttern könnt? Mu, weißt du, dass ich von meiner Mutter getrennt werde und in Einzelstall leben muss und meinen Sinn des Lebens nicht mehr finde? Wegen dir werde ich ermordet, nur damit du ein Stück Fleisch auf den Teller bekommen kannst. Was war noch mal Ihre Frage? Ah ja, mein Leben ist zerstört wegen meiner Arbeit. Weißt du eigentlich, dass ein Fleischhandler eine anstrengende physisch und körperliche Arbeit jeden Tag machen muss? Ich kann in der Nacht nicht mehr schlafen wegen all diesen Bildern, die ich sehe. Jeden Tag machen muss. Ich kann in der Nacht nicht mehr schlafen wegen all diesen Bildern, die ich sehe. Unglaublich. Da geht mir gleich der Appetit vorbei. Aber wenn das so ein großes Problem ist, oder wenn das so unfair ist, dann muss es doch irgendwie eine Lösung geben. Vielleicht ist es ganz einfach. Man soll ein Gleichgewicht da irgendwie reinbekommen, dass das Menschenrecht so wie das Tierrecht einfach berücksichtigt wird und nicht alles ins Chaos überfällt. Für Ackerbau werde Ackerbau? Für Ackerbau werde ich auch. Mu.